Moin, 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 moin. Was geht ab, Leute? Wir gehen rein in Phasmophobia. Phobia, perfekt. Mit dabei Steffi und Skady. Ja, man kennt sie. Leicht verspätet. Wir sind schon mal online gegangen. Weil wir denken mal, sie ist gleich da. Und sie gleich kommt. Hallo! Man kennt's. Oh, perfekt. Wir haben schon mal angemacht, dann seht ihr mal, wie wir auch immer warten. Wir warten jetzt auch mal. Ich habe mittlerweile schon wieder fast 2000 Körbe gemacht. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich an. Egal. Hallo Chatty. Hallo Chat. Chat. Mit SCH. Chat. Okay. Gedi. Na, aha, wir haben gerade angemacht und haben. Du warst fast pünktlich. Ich habe gerade angemacht. Ach so. Ja, perfekt. Wir haben gerade darüber geredet, dass wir ein bisschen warten, bis du da bist. Und dann hat es bloß eine Minute gedauert. Das ist doch super. Perfekt. Der Code ist 55 Chill mal. Deine das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. 51, was? 65, 55. Wunderbärchen. Jawohl! Okay, bin da. Mit unseren grünen was? Visitenkarten. Geil. Ja, wir haben Essen gezaubert. Oh. Heute die Aufgabe, der Geist mag zwar langsam sein, aber er ist sauer. Bleibt auf Trab. Findet den korrekten Geistertyp heraus im Camp Windwurt. Wundwind. Ach, das ist auch so ein Name. Perfekt. Genau, falsch rum gelesen. Cap, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ach, da. Ne, ja, da ist es. Ah, das ist das große Camp, ne? Ne, das große Camp ist Large, ne? Large. Das ist kleine, ja. Ja, wir haben das kleine. Das ist doch in Ordnung. Das ist da doch in Ordnung. Da geht jemand einer auf der Stelle. Ja, das bin nicht ich. Das ist Skady. Oder war ich das doch? Hä? Nee. Du? Ich war's. Ja, weil ich hier rangegangen bin wahrscheinlich, ne? Jetzt? Ja. Jetzt wieder? Ja. Ja. Lol, wie dumm. Nur weil ich drauf drücke. War das Enter? Nee. Oh mein Gott, ich bin so hundemüde heute. Geil! Oh. Habt ihr denn alle Bock? Nein. Scheißegal, wir gehen trotzdem rein. Ich bin heute so fucking müde. Und oh. So fucking kaputt. Oh. Einen wunderschönen Lisa. Wie geht's dir so in der Stube? So, zack. 11, 10%. Dann gehen wir mal rein. Achso. Musst auf Start drücken, ne? Lisa, nee, Steffi, du musst bereit drücken noch. Ich doch nee, hast du nicht. Nee. Hast du? So, also der Geistertyp ist sehr aggressiv, das heißt, er wird sehr, sehr schnell. Sehr langsam, aber dafür ist er sauer. Wir sollen auf Trab bleiben. Ja, gut, soweit. Wenigstens habe ich Unterhaltung. Ja, die hast du. Hier in der Form von diesem wunderbaren Stream. Wenn Steffi mal irgendwann da ist. Alter! Ja! Perfekt! Ja! Geil! Ich ja! Ich muss sagen, Mobbing! Ja! Nicht PC, Mobbing! Mobbing! Mobb nicht Lisas PC! Oh! Oh, Skady, guck mal da! Wir haben 1% Sanity! Das wahrscheinlich. Ist ja Lisas PC! Wir haben 1% Sanity! Lisa hat auch schon, oh, ohne Scheiß, Lisa hat jetzt schon so viel, was sie sich gerne bestellen möchte, wenn wir das Zimmer fertig nimmt haben. Nimm mal direkt eine Sanity-Flasche, bitte. Warum? Weil wir 4 haben und wir haben 0. Wir müssen ja ein bisschen was herausfinden, bevor er uns huntet. Ich glaube, das ist die Oh nein, die Taschenlampe. Oh nein. Die Taschenlampe. Das ist immer noch 0, Robert. Das bringt nichts. Echt jetzt? Oh lol. Ja. Und das Sanity bleibt im Keller, ehrlich? Oh. Wir müssen herausfinden, wer das ist, ne? Ja, und wir haben nur die einfache Taschenlampe, das ist nicht ich so geil. Mikrofon mit. Bewegungsmelder brauchen wir.
Das wird richtig schwer, sag ich euch, ne? Kann sein, dass ich gleich weg bin. Warum? Weil Leon einmal den Stecker ausschalten muss. Echt? Da ja, ist ja. Vielleicht auch der Router. Ja, dann können wir, dann lass uns warten. Weil dann müssen wir nochmal neu rein. Warte. Ja, du bist gleich weg. Ja, du bist gleich weg. Der Router, der wird das wegziehen. Wenn er dran ist, hat sie gesagt, Robert, hör doch mal zu. Er ist ja dran. Hast du schon wieder Watte in den Ohren? Ja, Alles gut, der ist separat. Sehr gut, ist separat. Der muss hier vorne sein. Hand! Was ist hinter mir? Er interessiert sich nur für Robert. Banshee kann wieder gehen. Können wir wieder gehen, ja? Oh ne. Lauf! Er ist übel langsam. Ja, das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Langsam, aber dafür sauer. Also er interessiert sich nicht für mich gerade. Nee, er ist wieder weggegangen, sobald er uns gesehen hat. Keine Ahnung, hat mir nichts gebracht. Also er ist am Zeltlager gespawnt. Mikrofon hat funktioniert. Ist ja super. Ich habe überlebt. Ist ja auch was Schönes. Schnell genug weggelaufen. Hand? Oh, ich bin draußen. Ah, tot. Also die Aufgabe ist, er ist sehr langsam, aber dafür sauer. Also quasi langsam, aber handelt schnell. Ja. Ja. Das scheint, da können wir schon mal nicht mal ausschließen bei zum Beispiel ein Revenant, der schneller wird. Können wir nicht mal ausschließen, ne? Wir müssen ja anhand anderer Bewegungen festmachen. Hand. Hand? Oh. Wo ist er? Hinter mir. Oh, ja. Er blinkt nicht oft, schmeißt sehr viel Sachen rum. Er ist genau hinter dir. Jetzt blinkt er öfter. Er ist weg. Ist weg. Er schmeißt extrem viel Sachen rum. Ich glaube Poltergeist. Ich hatte kein EMF gehabt, glaube ich. Er schmeißt auch richtig viel weg. Also richtig weit weg. Also hier zum Beispiel die Dose hinter dir, Scaly, hat er weggepackt. Den Teller hier und so. Wo ist er denn jetzt gestartet? Ich habe es nicht genau gesehen. Genau da, wo du jetzt stehst. Im Feuer. Im Feuer? Und da, wo er aufgehört hat, hier hinten, bei der Toilette, fängt er normalerweise wieder an. Hand! Ja, hat er auch. Er ist auch hier wieder angefangen. Er kommt hier hinterher. Er sieht dich. Ach, scheiße! Habt ihr irgendwas erkannt? Nee. Also er ist wie immer langsam, aber blinkt extrem schnell, nur wenn ihr weit weg seid. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein Poltergeist ist, weil er schmeißt extrem viel rum. Die Baseballschläger, Hand... Vielleicht mal ein bisschen was hinlegen, Buch und so ein Scheiß. Ja. Mhm. Aber also EMF 5 können wir mal ausschießen. Ja, also. EMF war gar nicht. Ah, okay. Ja, Buch vielleicht. Dots ist scheiße. Die Friertemperaturen haben wir auch nicht. Können wir auch ausschießen. Sicher? Ja.
Dann kannst du noch mit Benji, Poltergeist, Mario, Yukai, Jig, Dragon, Dio oder Phantom. Aber ich glaube, Franzi hat richtig recht mit Benji vielleicht. Ah, nee. Der hat uns ja auch angeguckt. Ja, oder dann so vielleicht doch Poltergeist. Also Geist ist es nicht. Na, wenn wir jetzt Temperatur raus und EMF, kann es auch Gespenst nicht mehr sein. Ich habe Atem, aber das heißt nichts. Ich würde vielleicht nochmal gucken gehen, Robin. Da das Buch hinzulegen, ist glaube ich Blödsinn. Warum? Leg das mal hier hin. Leg das mal. Würde ich eins. Leg das mal hier hin, ist gut, ich sehe dich nicht. Da, wo die Kamera ist und der Dots auf dem Fußboden. Und eins vorm Eingang würde ich hinlegen. Hier liegt sogar ein Buch. Ich weiß nicht, ob unser das ist, Robi. Vorne beim Baseballschläger und meine Taschenlampe hier am Boden. Ja, wir haben wieder so einen Zettel. Hand? Nee, ein Event. Okay. Ich sehe auch keine Orbs. Ich sehe ihn gar nicht. Ich auch nicht. Die ist so dunkel. Ich habe ihn nicht gesehen. Die Taschenlampe ist so, so schlecht. Man kann auf jeden Fall ein gutes Foto machen und gucken, ob er verschwindet oder auf dem Foto nicht sichtbar ist. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja, schon, da kann man Phantom ausschießen. Phantom lässt sich ja nicht fotografieren. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube auf Haie nicht. Eine gute Idee. Oh, wenn dieser nachher im PC, also meiner da ist, ne? Oh. Leute! Entschuldigung. Ich bin schon so gespannt! Oh, schön hell jetzt, schön. Hast du übrigens, denke ich mal, mitbekommen, ne, Skady? Dass wir uns heute doch nicht gemeldet haben? Ja. Mhm. Wollte eigentlich nochmal schreiben, aber ich habe total vergessen. Ja, wir hatten auch hier vergessen zu schreiben, dass es da ist. Aber ich denke mal, dachte ich so, ja, bis eh. Was? Also erledigt. Hand! Ja. Versteck dich mal bitte, Robert. Dann können wir nämlich Deogon ausschließen. Oh, oh nein, du bist reingelaufen! Ja, ich. Wohl Geisterbild haben wir, es ist kein Phantom. Okay, kein Phantom. Kein Phantom. Was haben wir noch ausgeschlossen? Also, ich würde Poltergeist oder Banshee sagen. Poltergeist oder Banshee. Ich hab mal Poltergeist eingegeben. Aber da er hier wirklich viel rumgeschmissen hat, bin ich eher bei Poltergeist. Also, musst du sonst selber mal gucken. Weiß ich nicht. Ja, also wir können, denke ich mal, Box ausschießen. EMF5 können wir ausschießen. Orbs weiß ich nicht. Haben wir nicht geguckt. Ist der Strom an? Ja, ist an. Dann ist es auch nicht die Mare. Box. Poltergeist kann es schon mal nicht sein, weil er hat nicht einmal in der Box geschrieben. Er ist voll leise. Nee, kann nicht sein, weil Geisterbox nicht ist und EMF5 nicht. Wir hatten gar keine Beweise. Wir haben auch keine Orbs. Ist das jetzt nur reine Raterunde oder was? Weiß nicht. Ja, stimmt, wir haben noch nicht einen Beweis, ne? Außer, dass er durchs Salz gelaufen ist. Und das zählt ja nicht als Beweis. Nee. Stimmt, gar keine Beweise wieder, ne? Ja. Und anhand seiner Bewegung kann man ihn auch nicht erkennen, weil er ist ja langsamer. Ja. Ja, das ist ja dumm.
Ja, also wirklich, dann lass uns die Wochenaufgabe überspringen. Das macht. Nee, ich meine, was sollen wir denn rausfinden? Das ist ja nur raten. Also ich wäre jetzt der Bench oder Poltergeist. Ich würde das Bench oder Poltergeist nehmen. Ja gut, dann ich nehme Banshee auch. Ich nehme Banshee. Weil Poltergeist schieße ich aus, weil ich die beiden Sachen definitiv ausschießen konnte. Wir fahren los. Mein Bauchgefühl sagt Yurei oder Hantu. Es ist ein Onryo. Auch Lisas Bauchgefühl stimmte nicht. Alles gut. Aber fast. Ja, knapp daneben. Fast. Und Onryo ist sehr aggressiv, so wie ein Hantu auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will die Herausforderung gar nicht spielen. Das ist mir zu doof, wenn man gar keine Hinweise hat. Das macht irgendwie auch keinen Spielspaß, wenn man nichts herausfindet. Lass uns das mal sein lassen, die Wochenaufgabe. Ja, lass mal einmal nochmal probieren. Ja, aber wir müssen trotzdem es dreimal schaffen. Ja gut, dann machen wir es nochmal. Ist auch vorbei. Ja. Yeah. Kennt ihr das, wenn ihr müde seid und euch tut alles weh, als hättet ihr Fieber? Ja, das nennt man Gliederschmerzen. Oh, nee, das habe ich immer, wenn ich übermüdet bin. Oder hast du hart gearbeitet? Nix habe ich gemacht heute. Das ist doch super. Das ist es ja. Ja, und dafür kriegt man auch noch Geld, das ist doch wunderbar. Nee, ganz ehrlich, dann habe ich lieber 1000 von Kunden, die blöd zu dir sind, statt gar kein und sind alle nett. Ich habe heute, ohne Scheiß, ich habe heute, weil ich das ganze Trinkgeld nur mir einstecken würde, was ich bekommen habe, wird mindestens 20 Euro sein. Ich habe heute nur alte Säcke. Oh Gott, ey. Du bist heute ein bisschen weiter weg vom Mikro, kann das sein? Ja. Ja, geh mal ein bisschen dichter ran. Wieso? Weil du leiser bist. Sonst muss ich dich wieder lauter machen sonst. Wie? Ist das so schlimm? Ja, du kommst bei mir gerade mal so ins grüne Bereich. Hey, und besser? Ja, besser. Sehr schön. Skady, sag du mal was? Hallo. Top. Mit Vollmond. So, hallo. Wir warten hier noch auf Steffi so ein bisschen. Steffi hat übrigens 100 Sanity. Ah, er mobbt dein PC. Jetzt noch ist es deiner. Nein, doch. Das ist schon Lisas. Hat sie schon gesagt, das ist Lisas. Sie hat auch schon, sich ein Mauspad, sie so ein ganz großes ausgesucht. Und Eisern Schnotter. Ja, sie ist schon am fetten Plan. Ja, man versteht sie nicht, sagt Lisa. Siehst du? Du musst dich da dranbleiben. Will ich es bitte tun? Du bist besser, ja, du bist besser. Sehr schön. Ja, ja. So, ich habe Temperatur EMF. Ja, ich nehme Buch und Fingerabdrücke. Achso, Taschenlampe sollte ich auch mitnehmen. Hab ich die? Ach, ich hab die schon, lol. Okay. Finde den Bereich. Verstecken ist auch nicht so gut. Es regnet übrigens schon wieder. Ah. Vorhin hat nicht geregnet. Doch, es hatte vorhin auch geregnet. Hand! War keine Hand, oder? War ein Event. Naja, ist ein Event gewesen. Oh, das ist aber... Es ist beim Dings gestartet. Beim Feuer wieder mal. Was ist denn das? Das war ein Event?
Aber es ist hinter mir langgelaufen, lol. Der hat mich voll verfolgt. So ist das Licht aus. Ich weiß hier auch nicht, wo man das anmacht. Hand! Ja. Ha, gerade noch rausgekommen. Hinten bei dem Zelt. Hier bei den leuchtenden Dingsterbums. Oh, oh. Geht sehr langsam, aber es heißt ja nichts. Er wirft viele Sachen durch die Gegend. Er ist weg. Er hat nichts angefasst. Also es gibt keine Hinweise. Das ist voll dumm. Also er ist hier gestartet. Wurde aufgehört? Ja, ich bin um Kreis gelaufen. Temperatur geht hier runter, im Kreis, also im Lagerfeuer, Dings. Hand! Wo ist er denn? Sehe ich nicht. Hinter mir! Warum läufst du nicht weiter? Oh, er läuft weiter. Hä? Weg? Nee. Ja. Hä, wieso ist er schnell weg? Das war doch kein Event, sonst würde er doch singen, ne? Okay, er hat die Kerze ausgeblasen und er ist Hand. Temperatur geht wieder runter. Wieder hoch im Kreis. Er ist sehr langsam. Er wirft viele Sachen durch die Gegend. Sehr viele Sachen. Also mich lässt er hier hinten komplett in Ruhe. Ja, weil du zu weit weg bist. Weg, er ist weg. Ich häng mal fix die Wäsche auf. Alles klar, mach das. Mach mal bitte dir vorher die nächste bitte an, Hase, die da vorliegt. Sehr gut. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Oh, nee, er hat nicht. Es gibt keine Hinweise. Wo bist, du? Nee. Es gibt einfach keine Hinweise. Also so macht das auch keinen Spaß, sag ich dir so ehrlich. Das ist nur Ratespiel, mehr ist das nicht. Hand. Ja, gut. Du hättest anders langlaufen müssen, ja. Er ist nicht drauf. Okay. Mach mal nochmal ein Bild. Vielleicht habe ich ihn nicht richtig erwischt. Aber er ist nicht auf dem Bild. Ja, ich hab die Kamera. Also momentan eher ein Phantom. Okay. Ja, wir probieren gleich auf. Aber gab es ein Sternefoto bei der Hand? Ja, da ist er. Robert, guck rein. Ja, aber total verschwommen. Ich habe ihn jetzt nochmal ein Foto gemacht, aber ist er drauf? Ja. Er ist weg? Nee, er ist tot. Steffi ist tot. Er ist komplett verschwommen, aber... Er ist drauf, ja? Ja, er ist drauf, ja. Ah, schlecht. Ja, okay, dann ist es kein Phantom schon mal. Ja. Es ist auch... Aber er hat die Kerze ausgepustet. Ja, das heißt... Hat gehandelt. Entweder Zufall oder Onryo wieder. Dann lass uns Onryo nehmen. Lass uns Onryo nehmen und normal spielen. Ja. Das ist scheiße. Ist ja gar keine Hinweise, nix. Nö, das macht keinen Sinn. Nein! Was denn? Wolltest du mit? Ja! Oh, es tut mir so leid. Ich
tatsächlich nur noch Rücklichter. Oh. Jetzt könnt ihr warten. Mein PC ist langsam. Oni. 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 Komisch. Wir spielen. Ofi. Ofi. So, wir gehen. Jetzt kommt die Übermüdigkeit. Sehr gut. Die muss reinkicken jetzt. Wunderbar. Jemand nicht da? Ja, doch. Sehr gut. Heavy? Hä? Rücken? Bitte? Bitte? Ja, musst du nicht erstmal was rein hier und so? Ach so. Ja, mach ja. Mal, ja, mach mal was rein. Du weißt ja, ich kann, ja. Du weißt ja, ich kann das nicht. Ich habe immer mehr Kohle, aber ich kann das halt nicht. Wie viel Kohle habe ich überhaupt? Ach, nur 36.000, das geht ja noch. Let's go! Okay. Jetzt habe ich nicht bereit gedrückt. Let's go! Nur ein Amateur hier. Ja, Steffi, ich gehe mal kurz ein Energy holen, weil das dauert ja ein bisschen, ne? Jetzt holt er sich wieder ein Monster Energy. Ja, ein Monster. Ein Monster Energy. Und bestimmt den grünen. Nicht schmeckt. Richtig. Product Placement. Der Effekt schmeckt viel besser oder Red Bull. Nein, das stimmt nicht. Der grüne Monster, immer noch der beste. Ja, sag ich doch, der grüne Monster Energy. Gar kein Energy. Ja, doch. Ich trinke Energy nur, also wenn ich zocke. Momentan trinke ich wenig Energy, weil ich habe mit meinem... Also mir ist aufgefallen, immer wenn ich Energy oder Cola trinke, also allgemein Koffein, sehr haltiges Getränk, ja. Habe ich Kreislaufprobleme. Tatsächlich. Koffein, also ein Kaffee, Cola ist Gift. Oder Energy macht Depression. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Mhm. Aber nur die Menge macht es, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, du. Energy und ich sind best friends. Ja. Gewesen. Das sollte jetzt auch, also. Auf Arbeit vor allem. Guck mal, ich trinke sehr wenig Energy, beziehungsweise auch wenig Kaffee. Ich trinke 2 Tassen Kaffee am Tag. Das ist wirklich noch human. Na, also ich trinke jetzt, zuckerfreien, von Volvic Eistee. Und Zitronenwasser mit, also ganz normales Leitungswasser mit Zitrone. Ja, mach ich auch. Leitungswasser nicht, aber Zitrone Wasser hole ich mir gerne. Nee, ich hole mir richtig Leitungswasser mit Zitronenscheiben drin einfach und eine presse ich immer rein. Das klingt gesund. Weitermachen. Ja, das macht auch Fett, das brennt auch den Fett weg am Bauch. Oh, das brauche ich. Ja. Ich habe ja abgenommen, aber... Und Kurkuma man nimmt nie an den richtigen Stellen ab, wo man abnehmen möchte, ne? Das ist immer dasselbe. Zitronenwasser, ganz normales Leitungswasser nehmen. Ich mache immer 3 Scheiben Zitronenwasser rein in einer Kanne. Das ist eine 1,5 Liter Pasta rein. Und dann mache ich noch den Rest von der Zitrone, mache ich dann noch, presse ich noch rein. Und dann Eiswürfel, perfekt. Sehr geil. Ja. Sehr lecker, macht süchtig. Ich trinke. Vor allem im Sommer. Ich trinke sehr viel Tee. Hauptsächlich Kamille. Meistens 1 Liter am Tag. Ja, weiß nicht, ob das so gesund ist. Ganz Kamille. Ja, nicht nur. Manchmal wechsle ich auf Pfefferminz und manchmal nehme ich auch nur in Früchte. Ist eine so. Na, egal, wir sind eh nur zu dritt. Da hat wohl einer wieder vergessen. Nee, das ist bei Robert das noch nicht Ach so, ich hab meins stimmt, nicht rausgenommen. Robert, ja, das kann sein, ja. Robert hätte seins rausnehmen müssen. Stimmt, daran lag's. Wunderbar. So, finden Sie den korrekten Geistertyp. Ich gehe hoch.
Ja, ich bleib hier unten. Ich kenn hab den Knochen. Sehr gut, ich hab kein Foto. Ich hab. Hier vorne, also im Klavierraum. Acht Grad im Keller. Ich weiß. 8 Grad im Keller. Hallo. Rom ist an. Ja. Ja, ich glaube, das heißt nächstes 8 Grad. Vielleicht sind es oben auch 8 Grad. Ja, hier sind 11 Grad. Also es muss schon so um die 3 bis 4 Grad sein, denke ich. Hm. 12. Die Garage hab ich Atem. 10. Ja, echt? Ja. Bin auch Garage, warte mal kurz. Atem heißt ja. Atem heißt ja 5 Grad. Ja, hier sind 3 Grad. Wir haben Atem und es ist hier. Aha, wir haben Box und Buch. Nein, Box meine ich ja. Ich dachte, ihr hättet Buch. Nee, Box. Nee. Box ist schon mal. Gespenst, mal. Ah, okay. Wie alt bist du? Ach, jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ey, rede mit mir. Jetzt hat er keinen Bock mehr mit. Bist du friedlich? Er ist die. Keine Ahnung, was das heißt. Die heißt sterben. Achso, dann will er mich wohl umbringen, ne? Willst du sterben? Oder willst du sterben? Ja, perfekt. Ja, Lisa ist aber auch nicht so gut, nur Energy zu trinken. Nicht so gesund. Da muss. Ach, ihr Körper kann das ab. Ja, noch, aber irgendwann kommt Spätfolgen. Ich nehme Salz. Bisschen reduzieren wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe auch reduziert, obwohl ich es gar nicht musste. Also, na doch, obwohl ich hatte schon Herzflattern, wo ich damals noch meine 2 Kannen am Tag getrunken habe. Also Kaffee. War ein Event. Ist ein Event? Ja. 3. Er ist direkt ins Salz gelaufen, ne? Fußabdrücke? Ja, ich glaube ja. Ich habe was gehört. Nee, doch nicht. Nee. Hat sich so angehört. Ich hatte doch was anderes mit. Jetzt ist er reingelatscht. So da. Ja, jetzt ist er reingelatscht hier vorne. Sehr gut. Buch hat er. Oh, er ist nochmal reingelatscht. Wir haben Fingerabdrücke. Sehr geil. Und Box. Okay, Phantom, Poltergeist, Mimik. Oh Mann, es könnte wieder Mimik sein, ne? Vorsicht. Fingerabdrücke schon mal gucken. Wir haben Fingerabdrücke. Ach ja, stimmt, deine Orbs, ne? Ja. Orbs sind nicht zu sehen. Nee, Orbs finde ich auch nicht. Also jetzt, Buch. Gefrier oder Dots? Ja, Gefrier liegt. Könnt ihr ja mal gucken. Schreib ins Buch. Schieß ein Foto vom Geist. Wer den Geist mit Räucherstäbchen ab. Da bin ich schlecht drin. Das sollte einer von euch machen. Mach ich lieber Foto. Bin so schlecht in... Geist durchlaufen, dann bin ich tot.
Hä, wieso gehe ich in den Keller? Nee, also Minus habe ich auch nicht. Das meiste ist, das niedrigste ist 1,1. Also Buch könnte man ausschließen, glaube ich, ne? Er ist aber auch noch nicht gestartet. Wir haben hier zwei Kruzifixe liegen. Mal Licht aus. Er ist gestartet, während ich Licht ausgemacht habe. Also der hat Angst vor dem Licht. Also Orb auf gar keinen Fall. Komm mal sonst von hier gucken. Meinst du, da ist besser? Ja. Richtung zu mir gucken. Er ist gestartet. Genau, mal einen Schritt zurück. Hand? Nee, keine Hand. Doch, Hand. Oh mein Gott, er war direkt vor mir. Auf einmal war er so schnell. Ich glaube, ich bin tot. Ja, scheiße. Hä? Der war hinten? Ich dachte... Ach, keine Ahnung. Also er war auf irgendwie direkt vor mir aufgetaucht. Keine Ahnung warum. Er war schnell. Er ist gestartet. Hat jemand den Schlüssel? Oder Gefehl? Siehst du da irgendwas? Nee, Gefehl hab ich auch nicht. Also Mimik können wir ausschließen, glaube ich, ne? Weil keine Orbs. Mhm. Poltergeist Phantom. 50-50 Chance. Hand? Also, er blinkt nur ganz wenig auf, muss ich sagen. Und er ist jetzt langsamer auf einmal. Er war bei mir viel schneller. Der Poltergeist beutet er mir zu wenig. Wo ist er hin? Ist er weg? Ja, ich glaube, er ist weg. Also nicht Poltergeist. Nee. Ja, dann ist es ein Phantom. Aber wir haben kein Foto von ihm, ne? Oder warte mal, hatte ich ein Foto gemacht? Hat das gezählt? Weiß nicht. Warte mal, nee. Wo bist du denn gestorben? Oben. Sieht ihn gar nicht. Es ist ein Phantom. Der Kamera war überhaupt nicht zu sehen. Okay. Ja, dann easy. Ist er weg? Ja, ich bin tot. Drei Fotos haben wir nur. Und Buch ist ja gar nicht. Na.
Was wäre denn Phantom? Dots. Okay. Dots haben wir nicht da. Doch, haben wir da. Phantom siehst du aber nur durch die Kameras. Dots. Ach so, deswegen. Das kann sein. Ja, dann easy, oder? Ja, wenn ihr so losfahren wollt. Ich denke, es gibt nichts dagegen zu sprechen, dass es das nur noch sein kann. Ja, du kannst vielleicht nochmal reingehen. Du kannst die Kamera nochmal umstellen für die Dots, aber ich denke, das ist durch. Das Ding ist durch. Das Problem ist, du musst aber selber gucken in der Kamera, weil wir sehen das als Geister nicht. Ist geil. Ja, du, ja, sieht gut aus. In die Kamera. Da. Aber so wie die Dots da hinten, ja, die Dots hier in der Mitte irgendwie hinstellen, genau. Hey. An der Wand, bitte. Naja. Ja. Yeah. Sehr gut. Das sollte reichen. Ja, dann geh mal gucken. Stell die Kamera gut hin und let's go. Und dann einfach warten. Ja, wir sehen die ja nicht, ne? Nee. Die kannst nur du auf der Kamera sehen. Ja, Phantom. Sehr gut. Wir haben nichts gesehen. Ist gerade vor meiner Nase gelaufen. Danny Phantom. Habt ihr eingetragen? Ja, yeah. Warte, ich will noch mit, warte. Ey! Bodenlos, frech! Das ist so frech, ne? Ey, oh, ich darf noch mal mit. Schön, juhu, hallo. Skady darf nicht mit. Skady, kommst du? Nö. Okay, nö, Skady will nicht. Oh ja, nicht. Das ist Einzelgänger, okay. Alles klar, sehr gut. Oh, jetzt bin noch in der Garage. Ach so, perfekt. Wunderbar. Also guckst du zu? Ein ja, Phantom. Das ist ein Angebot. Ihr seid beide 74. Ich komme nicht an euch ran. Weil wir immer zusammen spielen. Deswegen komme ich nie ran. Ich müsste mal alleine spielen. Oh. Willst du nicht mit uns spielen? Einfach mehr anschauen. Achso, ich muss raus. Ich muss rausnehmen, ne? Diese Kacke da, ne? Alles rausnehmen, ne? Minus. Ja, du musst alles rausnehmen, damit wir reinmachen können, weil wir sind ja levelmäßig höher. Das ist ja extrem langsam. Komm schon, Puschel. Wer siehst du? Kann ich irgendwo alles abwählen drücken? Ich komm mit diesem Menü nicht klar. Ja, du gehst auf den. Ja. Du gehst auf den Karton. Ja, bin ich. Und dann steht. Ach, wo ist denn das? Moment, ich muss googeln. Also selber gucken. Minus funktioniert irgendwie nicht. Nein, du musst auf den Blitz. Auf den Blitz? Auf den Blitz, ja. Dann steht da hier alle und bla bla bla. Alle Seite links. Ja. Du gehst auf alle. Dann gehst du unten rechts, gehst du rechts oben so ein X. Dann gehst du da rauf. Ist auf alle. Was? Ich sehe den Blitz. Hier steht bereit. Beleuchteter Bereich. Du gehst auf den Blitz und dann steht da hier die. Nee. Alle deine Dollar. Dann steht da Loan, Dingsbums, Out 1, Out 3, Out 2 und sowas. Nö.
Kann da nicht mal drauf drücken. Das steht elektronisch. Was? Wenn ich drüber gehe, steht elektronisch. Jetzt hat er Minus gemacht. Nee, das warst du, ne? Ja. Du musst auf den Blitz gehen. Ja. Und dann musst du oben rechts unter den kleinen Blitz ein X. Hier ist kein X. Ich schwöre, hier ist kein X. Irgendwo von der Seite ist ein X. Unter den kleinen Blitz. Nein, stopp. Ich bin falsch, Robert, ne? Ja, Robert, links an der Seite ist ein Blitz. Ganz links. Ganz links. An der Seite ist ein X. Nein, ein Blitz. Ein Blitz. Da steht komm bald und da drüber steht schnell laut aus. Ganz an der Seite. Ach, das Ding. Du hast vorhin noch den Karton gesagt und auf einmal der Blitz. Okay, jetzt weg X, ne? Hat das funktioniert? Nein, unten musst du dann deaktivieren. Okay, bei mir steht aktivieren. Und deaktiviert. Ist jetzt weg? Nee. Warte, ich mach Minus. Kann ich irgendwo Minus machen? Nee, es geht nicht. Nein, du kannst eigentlich unten nur die Loadout aktivieren oder deaktivieren. So, ich habe jetzt wieder aktiviert. Loadout zurücksetzen, bist du sicher? Ja, habe ich. Nein, du, Robert. Ja? Du musst bei deinen in der Mitte, hast du ja... du hast ja dein Stativ und ja. Bitte hast du ja so drei Dinger. Und da musst du alles das letzte nehmen. Ach so. Und dann haben wir auch die gute Taschenlampe. Das liegt daran, weil ich sie noch gar nicht habe. Doch. Nein. Ja, du musst. Dann das zweite. Dann ist auch okay. Aber du hast bei allem das erste noch. Okay, dann mach ich das zweite. Das schon wieder falsch. Wo bist du denn schon? Ach so. Zack. Ja, okay. Ich war woanders. Lass mich, ich bin lost. So. Ja, so ein bisschen? Ja, immer. Grundsätzlich. So, jetzt müsste es funktionieren, ne? Zumindest ist jetzt das zweite. Weitstärk. Du musst das unten aktivieren. Danach. Und dann musst du wieder aktivieren für 0 Dollar. Aktivieren für 0 Dollar, habe ich. Ah, guck mal, Zunder auch nicht richtig. Guck mal, das ist ja alles bei mir nicht richtig. Wenn ich was reinlege, lege ich nur Schnodder rein, ne? Dann musst du überall Plus drücken. Ja, mach ich ja nicht. Ich mache ja bloß auf Plus, auf 3. Ja, deaktivieren, aktivieren. So, jetzt sollte es funktionieren. Jetzt ist richtig, ja. Ja, perfekt. Schwere Geburt. Was, Lisa? Hä? Hm? Weiß nicht, wie alt die Nachricht ist. Sie schrieb was. Ich hab gesagt, wir müssen nachher nach Taco. Müssen morgen, übermorgen oder so nach Taco. Deswegen gibt's Angebote. Taco! Ja. Da gibt's Tabak. Nein, Angebote, Klamotten und ja. So. Ja, sie weint. Wunderbar. Wunderbar. Also Hase, falls du mich hörst, ich mach mit dem Bein raus. Ich mach maximal bis halb. Also 23, 30 maximal. Ja, das ist in Ordnung. Wenn wir bis halb 12 machen, ist es gut. Halb 7 aufstehen. Ja, sollte reichen. Aua. Taco, das ist am Arsch der Welt. Ah ja. Ja, aber ich habe App und so und die sagt, oh, klingel. Und du hast selber gehört, was Maria gesagt hat, da gibt es richtig viele gute Sachen. Ach, das ist dein Termin morgen, ja? Nein, morgen muss ich erst zu meiner Chefin. Okay. Sie ist nur bis um 10 im Laden, daher schnellst morgens hingehen und dann... Seit wann ist Taco denn gut? Ach nein, vielleicht gibt's halt. Taco also gibt's immer wieder richtig gute Sachen. Auch vor allem Disney-Sachen. Disney-Sachen. Immer wenn ich drinne war alles kacke. Und hat lange gehalten.
Perfekt. Also wenn ich das sage oder, ne? Ja, Leon Spotty war letztens da, damals ja auch. Ach, schrecklich da. Also, das, ich finde jetzt nicht. Aber ich trage ja auch keine Disney-Sachen. Aber ich weiß ja nicht, was du da kaufst. Vielleicht ja, kaufst du ja nur Teil eines Slippy oder so. Naja, bei Taco, was soll ich da kaufen? Wenn das alles nicht mir gefällt. Ich trage ja kein Disney, deswegen wahrscheinlich billiger. Achso. Nee, der hat sich eben wehgetan. Oh. Abgerutscht. Abgerutscht? Was passiert? Ja, wir haben nicht mehr alle Stangen drin, ne? Und dann ist sie jetzt dazwischen gerutscht. Oh. Sie macht jetzt was Neues. Sie macht jetzt. Oh oh. Okay, perfekt. Oh oh, ist was passiert? Denkt man denn immer? Ja, weil meine Mutter hat immer so mit ihr geschimpft. Oh, oh, oh. Und dann mit den Fingern so, ne, mit dem Zeigefinger so gewackelt. Und das macht sie auch. Perfekt. Oben ist der Knochen im Bad. Ja. Die Wirbelsäule an der Badewanne. Oh, die Wirbelsäule ist ja auch nicht zu übersehen. Ist der Strom an? Ich hab gerade geguckt, aber hier ist, also Dings hinten im Schuppen ist kein Strom, also vielleicht oben. Nee, oben ist auch keiner. Ah, dann guck ich mal hier. Nee, hier ist auch nicht. Das waren Rippen, keine Wirbelsäule. Ach so. Ja, ich hab nur zicke zacke zacke nur gesehen. Perfekt. Zicke zacke. Zicke zacke, zicke zacke. Hoi, hoi, hoi. Da oben, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt oben ist, weil ich kann nicht gucken wegen Temperatur, wegen Strom. Ah, ich hab Strom. Ich hab, ja nix. Ich hab Strom gefunden. Aha. Strom ist an. Ja, dauert jetzt noch ein paar Minuten. Und ich warte, bis er hier mal was anzeigt. Ich glaube, er ist nämlich hier in dem Kinderzimmer. Glauben ist nicht wissen. Ich kann ja nichts damit anfangen, wenn du so langsam bist, den Strom anzumachen. Hey! Erstmal muss ich morgen los, um mein Outfit für Skates Fire zu kaufen. Lisa geschrieben. Ach so? Oh! Was für ein Outfit? Ja, geh mir auf den Sack, ey. Oh. Ja, sie hat noch kein Outfit. Maria auch noch nicht. Für Maria ist ja ein Abwasch, ne? Bei ihrem Vater und bei uns. Ja, ja, aber sie will trotzdem noch was anderes anziehen. Sie hat gesagt, sie will nicht das gleiche anziehen, was sie bei ihr Vater auf anhatte. Ach so. Ja, Maria ist da sehr eigen. Sie ist da so, oh nee, mach ich nicht. Hab ich ja schon einmal angehabt, so auf die Art. Leon hat vorhin seinen Anzug anprobiert, passt. Richtig cool. Wir haben noch keinen Hinweis, ne? Nee. Wo er sein könnte. Aber oben war kurz einmal 9 Grad. Hier oben. Also hier ist 9 Grad, mehr aber auch nicht. Und zwischendurch 11. Wie viel ist es denn sonst? 9 und 11. Und überall sonst immer so 14, 20. Okay, ja, dann muss es da 8 sein. 8 Grad. Ja, ja, okay, dann ist es da. Ja. Ich komme. Ich mal hier gucken. Das wird ein Kampf morgen, ja, definitiv. 15 Grad. Nee, hier nicht. Hier ist 9 Grad. Wo bist du? Zeige dich. Ja. Mach mal Licht aus, ja. Ich rede mit ihm gerade. Mach selber aus. Ja, wenn du anmachst. Ja, wegen Mara und so. Was? Ich bin aufgedreht, ich bin zu müde. Tut mir leid. Oh. Er steht hier irgendwo?
Irgendwo. Irgendwie. Ach, da steht er. EMF4. Wo sind denn die verfluchten Gegenstände? Warum finde ich denn immer nichts? Also vorhin habe ich die in den anderen Haus eben gerade davor, waren es Karten. Und hier müsste das der Spiegel wieder sein, Scaling. Ich bin kein Spiegel. Ist der Spiegel oder die Puppe? Bei der Map. Also ich glaube, wir können Box schon mal ausschießen. Du gehst auf der Stelle, Robin. Hä? Kann gar nicht sein. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben Orbs. Ja, wir haben Orbs. Sehr gut. Oh. Wir müssen nach Fingerabdrücken gucken. Nicht, dass es nachher noch Mimik ist. Haben wir zwei Sachen schon? Nee, aber... Ja. Orbs ist immer schon verdächtig. Ach so. Aber hier geht's nicht weiter runter als 10 oder 9 Grad. Also er mag Wärme. Welcher Geist mag Wärme? Hand? Oh nee, ne? Oh nee, Event. Event? Oh, der hat aber ganz schön gehaucht, meine Herren. Putz mal Zähne. Kannst du mal ihn reden, Robi? Die Box müsste noch drin sein, bist alleine. Ich soll mit Parabolenmikrofon mit ihm reden. Nee, da brauchst du einfach nur anmachen. Ja, hab ich ja. Ja. Ich glaube, ich hab was. Hat funktioniert, ja. Oh, wir haben Dots, wir haben Dots. Oh. Da ist er durchgelaufen. Guck mal, du hast die gesehen und ich hab die gesehen. Ja, ich hab den Kopf nur gesehen. Ich habe den ganzen Körper gesehen. Den kann ich halt dazu ja wegschmeißen. Was war das andere? Orbs. Enche, Jura, Yokai. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke? Oh, Mimik kann das sein. Es kann noch. Oh nein, es kann wirklich Mimik sein. Was brauchen wir denn noch? Banshee oder Mimik? Es wäre jetzt eigentlich eine Banshee. WMF5 wäre das noch, ne? Geisterbox wäre. Ich hab mit ihm doch gesprochen, dann gehe ich nochmal hoch. Oh, er huntet, ne? Hat gerade geleuchtet. Nee, Event. Nee, ist Hunt. Okay. Event. Okay, Event. Nein, ein Event. Dann würde die Kamera aufflackern. Geist. Ich aber nicht. Ist der Bild. Hat eine Tür aufgemacht, aber Fingerabdrücke haben wir schon. Ich habe gesagt, bis 23.30 Uhr circa. Ja, EMF schlägt nicht aus. Die EMF kann auch nicht ausschlagen. Oh. Jetzt haben wir 2, 4. Wir haben ja alle Beweise. Wir brauchen, wenn dann nur noch Box. Ach so, Box kann. Ach, ich bin so doof. Lol. Ja, es kann nur noch eine Box sein. Oh, ich habe das falsche Gerät genommen. Dann ist es ein Mimik. Ja, ich habe das falsche Gerät genommen. Ich habe das. Ich habe gerade das EMF-Gerät statt Box genommen. Ah ja, wolltest mich unterstellen, dass ich lüge. Hand. Er ist komplett durch und durch gelaufen. Hand. Du hast noch 1%, Robi. Ich weiß. Er wird mich nicht finden, oder? Nein, er findet dich nicht. Außer, dass die Taschen noch waren. Aber er hat nicht mit mir geredet. Ich habe kurz mit der Box geredet. Ja, dann kann er noch Banshee testen, wenn wir zu zweit reingehen und er nur einen haben möchte. Stimmt, wir können auch alle drei reingehen. Komm, los. Bin drin. Ich nehme ein paar Gold-Mikrofone noch mit. Dann kannst du ja entweder ja lachen oder weinen oder irgendwie sowas machst du ja, ne? Sie weint.
Oder schreit, irgendwie sowas. Lebst du noch, Robert? Ja. Sehr schön. Dann komm, komm hoch. Ich bin oben. Mach ihn zwick, zwick, zwick. Also er redet nicht mit mir. Also ich würde sagen, es ist kein... Wie heißt ja, mach du dann? Mal Banshee rein. Ja, Jack Lewis. Jack Lewis. Oh, oh, Hand, wo bist du? Hand. Nein, Event. Nee, Hand. Ist Hand. Oh, Mama Mia! Ich bin im Raum, mich will er nicht. Er hat mich genommen. Banshee. War Banshee, ja? Ja, er ist an mir vorbeigelaufen. Lol. Okay. Banshee. Ich war noch im Raum drinne. Der war nackt. Der war nackt. Aber wow. Er hat Robert angeguckt und hat mich genommen. Lustig. Okay. Vielleicht war Robert zu weit weg. Ja, hat dich ich, genommen dann? Ich hab jetzt oft genug alleine oder zusammen mit ihm geredet. Er hat nicht einmal Box genommen. Das kann kein Mimik also sein. Ich glaube schon, dass es eine Banshee ist. Muss eine Banshee sein. Da hat sie es vielleicht auch doch auf mich abgesehen gehabt und nicht auf Robert. Ja. Ja, guck mal, kaum waren wir drin, hat er ja sofort gehuntet, ne? Bei Robi ist er noch nicht mehr hinterhergelaufen. Obwohl er 0% hatte. Und jetzt haben wir auch alle 0%. Also jetzt ausgenommen du. Ja, du hast gar nichts, du hast nur Fragezeichen. Es ist ein Banshee. Wenn du raus willst, dann geh raus. Ja, Jaro, du auch. Ist 1200, nervig. Nice. Oh, heute ist er echt langsam. Was, der Rechner? Ja. Immer. Wegen der Feier. Ja. Wegen Freitag. Gibt's ordentlich gute Musik wieder. Ich habe wieder ein Lied dazu gemacht bei YouTube. Ich hoffe, das nimmst du auch. Ja, da muss ich mich noch ansetzen. Wegen Freitag. Da habt ihr ja frei, ne? Lisandro? Ich habe ab dem 20. Mai schon frei. Und Lisa auch. Also Lisa ist eh krank geschrieben. Ah, okay. Dann also kannst du dir bestimmt helfen. Ja, natürlich haben wir so auch gesagt, ne, dass wir Urlaub nehmen, damit wir euch unterstützen können. Okay. Und damit Robert, würdest du dann auch kommen? Ich komme auch, aber ich weiß nicht, ob Matthias noch vorher mit mir zum Fußball will. Das heißt, ich würde erst um 18 Uhr kommen. Nein, ich meinte den Freitag. Ach so. Freitag vorher quasi. Genau, beim Aufräumen, also beim Fertigmachen helfen. Getränke hinstellen und. Gibt's vielleicht schon mal ein paar Essendinge hinbringen und Deko und so. Ja, genau. Die Tische ordentlich hinstellen, die Stühle ordentlich hinstellen und DJ-Pult und so und bla und die... Ah, nur jenes. Wenn Paul mitkommt. Alleine fahre ich nicht mit der Bahn. Was denn? Ich fahre nicht gerne alleine mit der Bahn. Nur wenn Paul dann auch mitkommt. Ja, Paul kann ich ja auch noch mal fragen. Also wollte ich noch mal fragen. Ja. Wenn Paul mitkommt, kriegen wir das vielleicht hin. Aber alleine fahre ich nicht mit der Bahn. Ich hasse das. Ja, wir können euch auch mitnehmen. Oder so, ja. Das kriegen wir natürlich dann hin. Also ich würde da den Tag Nele zu meiner Mutti bringen, weil sie ist raus aus der Krippe. Mhm. Dann, war Plätze frei. So, bereit? Let's. Wir müssen nochmal absprechen, wie wir das machen wegen dem kalten Buffet, wie ihr das machen wollt, wegen frisch einkaufen und allgemein noch Einkäufe und so. Wie wir das dann da nochmal machen. Also mein Plan war es jetzt, dass ein Teil da bleibt und schon vorbereitet, so wie ich das halt denen dann sage. Und der andere Teil geht einkaufen. So, okay. Also der eine, also sprich, du, Leon und ich gehen wahrscheinlich einkaufen. Mit Lisa vielleicht noch, gucken wir mal. Und dass dann Robert, Eileen und aufbauen. Paul dann aufbauen, genau. Tische und so, ne? Richtig hinstellen, eine U oder sowas. Moment.
Spielen wir Kutsche? Nee. Doch. Ich hätte Bock auf Kutsche spielen. Das hat so Spaß Kutsche? Gemacht. Ja, Kutsche. Oder das mit den Schuhen, mit Übereinstimmung. Müsst ihr auch machen. Ja, das ist eher lustig, ja. Aber Aline hat irgendwie was in Planung. Kutsche muss sein. Kutsche muss sein. Und Chris wird wieder der Kutsche werden. Der Fahrer. Nee, Chris darf nicht trinken. Damals war er das. Das habe ich schon mit ihm ausgemacht, dass er erst ab 20 Uhr, 21 Uhr richtig anfangen darf trinken. Dann meinte er so, ja, ich trinke eh nicht, weil da Kinder sind. Also nicht viel. Er ist doch selber noch ein Kind. Nee, weil er ja Barkeeper macht. Es haben wieder drei Leute abgesagt, tatsächlich. Oh, ernsthaft? Ja, Leons Onkel kommt doch nicht. Der hat da... Was war das? Eine Zahn-OP? Oh, das ist übel. Ja. Aber und der andere Onkel mit Tante, die kam leider auch nicht, weil er diese Woche noch eine Operation hat. Der hat nämlich ein Loch im Hals. Im Hals? Das sollte eigentlich, ja. Oh. Und das sollte eigentlich schon längst zugemacht werden. Weil er hat... Okay. Das ist ja der, der jetzt Krebs hatte. Musste das aufgemacht werden wegen der Atmung, ne? Genau, ja. Und jetzt muss das halt wieder rückgängig gemacht werden. Oh Mann, hatte er geraucht? Ihr habt gar nicht mitbekommen, was für eine Map wir haben, ne? Nö. Ach du Scheiße. Hast du Zufall gemacht? Ja. Oh Mann, Steffi. Ja, super. Ja, das war nicht nur die angekreuzt, das war noch eine andere angekreuzt. Ja, ich habe ein einfaches genommen. Super. Ich habe nur das Einfache gesehen und nicht das. Strom ist jetzt schon an. Also Strom, wenn ihr reinkommt, gleich links rum und dann geradeaus unter der Treppe. Ich vergesse immer die Taschenlampe. Das ist viel zu groß, Steffi. Wir brauchen eine Stunde, bis wir den finden. Ja, immerhin. Hä? Ja, eine Stunde haben wir auch noch. Eine Stunde müssen wir auch noch. Also die letzte Map. Ja, naja, wahrscheinlich nicht, wenn wir vorher sterben. Also ein Stündchen, also 15 Minuten machen wir noch. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ey, so nicht. Na doch, musst du, weil er so groß ist. Oh, 9 Grad. Warte mal kurz, vielleicht haben wir Glück. Eric Skinner, nee, doch wo nicht. Bist du? Nee, doch nicht. Nee. Leon macht gerade im Garten eine Sandkiste fertig für Nele. Schön. No. Jetzt gerade? Also gerade? Jetzt gerade. Ich wollte schon sagen, hä? weil gerade hört sich gerade an. Ja, er ist gerade da und buddelt ein Loch. Natürlich, hat er nichts Besseres zu tun. Gar nicht auffällig. Nachts um 10:30. Ja, da denkt man sich auch sein Teil, ne? Ja. Sie hier, Frau Herbrand, ein Loch buddeln für meine Tochter. Wo ist ihre Tochter? Ist sie noch da? 13. Was? Falsch gelaufen. Voll gegen die Tür gerannt. Du ist sie auch nicht. 13. Eine Patientin hat mir ein Spielzeug für Nele geschenkt. No. Oh, sowas finde ich süß. Ach, so ein Babyspielzeug, dafür ist ja eigentlich schon wieder zu groß. Aber sie spielt damit noch. Nur solange sie das noch macht. Boah, von wo kam ich jetzt? Hier, nee. Habt ihr Licht angemacht? Ja, ich habe einmal Licht angemacht. Okay. Mama, war hier alles hell. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, der ist oben.
Ach ja, hier gibt's ja auch oben, ne? Keiner oben. Also unten habe ich ihn bisher noch nicht gespottet. Ne, aber da, wo wir gerade waren, Ruby, waren einige Räume mit 9 Grad. 9 Grad? Hm, hast du doch gesagt gehabt, 9 Grad. Ja, am Anfang. Aber es wurde von Zeit zu Zeit immer ein bisschen weniger. Da waren noch 11 Grad und so. Jetzt haben wir 15. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was zieht ihr denn zur Feier an? Ich versuche, einen Hosenanzug für mich zu holen, weil das Kleid, was ich für mich herausgesucht habe, gefällt mir einfach nicht mehr. Ich werde versuchen, vielleicht so ein bisschen normal zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Nee, oberschick. Ich muss schick? Hemd. Hemd ist Pflicht. Okay, dann Hemd kann ich machen. Das kann ich machen. Hose kriege ich auch noch hin, aber ich habe, glaube ich, keine Lackschuhe. Ja, das müssen wir mal Tonschuhe nehmen. Ja. Hose kriege ich auch noch hin. Ich hab den Raum. Hier ist auch Temperatur. Oben. Rechts. Oben, ja. Hier ist auch. Oh. 3. Wie komm ich hier jetzt hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter? Eine Leiter, Treppe meine ich. Oh, 4. 4 Grad? Nee, 4er Ausschlag, EMF. Okay. Sass. Ah, ich hab die Treppe. Komm schon, gib mir eine 5. Gib mir eine 5. Gib 5, gib 5! Vielleicht hat er nur 4 Finger. Wo bist du? Da. Jetzt ist er weg. Ich sehe euch. Nee, das bin ich, glaube ich, ne? Kommst du mir entgegen? Ja. Ja, okay. Oben rechts. Oben rechts. Na, warte. Hier hinten. Was? Hinter euch. Also da, ach doch, da. Ich war doch richtig. Perfekt. Was hab ich? Ich hab Dings mit. Gut, wenn man hochkommt, links, ne? Ja, gut, ey, keine Ahnung, wo ich hier war. Ich hab sowieso die Orientierung gerade verloren. Oh. Er spricht nur bei, wenn Licht aus ist, oder? Mhm. Muss man probieren, ja. Okay. 1 Grad. Sonst geht mal kurz raus. Ja, sorry. Also, wo bist du? Irgendwas hat er gesagt. Schulraum. Ach, Schulraum wahrscheinlich, ne? Er hat gesprochen. Mhm. Haben wir schon mal einen Hinweis? Nee, 2, Ruby. Was haben wir denn noch? Nee, haben wir nicht. Wollte schon sagen. Gar nichts, ne? Nee. Ja, komm, Robert. Warte, Beweise holen. Ja, warte. Oh, so weit hinten. Ich nehme Salz mit und Kruzifix. Der Boden ist sehr uneben, ne? Ja, dachte ich immer auch eben. Das ist eine Kackschule, dachte ich. Ich bin runtergekommen. Dots mit. Fangen wir noch Bewegungsmelder. Kannst du noch Bewegungsmelder mitnehmen? Nee, ne? Ja, dann muss ich Kruzifix hier lassen. Ja, lass Kruzifix hier. Das war der Weg. Orbs? Orbs? Hand? Tot. Nein. Ja. Nein! Orbs. Warte, nichts mehr machen. Mare, Jura, was sagt jetzt deine Jane?
Ja, geht eigentlich. Oh, der hat aber früh angegriffen. Oh ja, bei 50, 60. Wir sind jetzt bei 46, Skady, und du warst noch bei 60. Ich glaube, die Yokai macht was. Also, Gefrier ist Onryo, Buch ist Mare, Fingerabdrücke können es nicht mehr sein, EMF können es nicht mehr sein, oder Dots. Dots, Buch, Gefrier. Hast du, Fotoapparat, Nee, hab ich nicht, Doch, oh. Doch, ist drin, ja. Ach so. Okay, weil ich habe nämlich Dots mitgenommen, weil ich habe nämlich gesehen gehabt, eigentlich, dass du hattest. Strom ist aus. Oh nee. Doch. Das ist schlecht. Aber brauchen wir ja eh nicht mehr. Temperatur kann es da nicht mehr sein, richtig? Gefrier, Buch und Dots. Okay, fair. Okay. Dann muss ich doch anmachen gehen. Robert, ich gehe jetzt fix einmal anmachen, schnell. Oh, Hand! Oh Gott. Hm? Ich muss kurz ein Video aufnehmen. Okay. Ich war gerade im Buch. Hatte eben kurz meine Maus bewegt und ist mir ins Gesicht gesprungen. Oha, er ist richtig schnell geworden, ne, hier am Ende. Bist du tot? Ich bin leider tot. Oh, okay, was könnte es... Wer wird schneller am Ende? Revenant. Er wurde schneller geworden. Er ist sehr, sehr schnell geworden. Jetzt haben wir Revenant zum Auswahl? Nee. Nee, Yokai, Mare, Onryo. Und welche? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein Yokai ist. Warum? Für ein Gespenst ist er mir zu schnell gewesen. Für ein Diogon... er kriegt mich ja nicht, wenn er mich jagt. Er kriegt mich ja nur eigentlich, wenn ich mich verstecke. Und ein Phantom war er mir zu lieb? Kann man das so sagen? Geisterbuch wäre Mare. Kann Yokai oder Onryo sein. Ist er dann leise gewesen? Ja, aber wir haben noch Box und Dots. Nee, Orb. Nein. Orbs. Ah. Orbs. Oh, ja, okay. Ja, dann würde ich Mare, glaube ich, sagen. Ja, doch. Ja, dann doch Mare, ja. Also, er war am Ende sehr, sehr schnell, wo er immer dichter kam. Ja, Buch wäre Mare, ne? Ja. Denn ein Buch? Nee. Ich glaube, da liegt noch kein Buch, oder? Hat er nein, ich hatte kein Buch, nee. Dann nimm mal alle Sandy-Pillen, Robert. Oh, nein. Du machst mich fertig. Guck mal, Gefrier, Dots ist ja und ein Buch. Also Dots hab ich drinne, Gefrier müsste auch drin sein. Du brauchst eigentlich jetzt nur noch Buch gucken und Dots kannst du in der Kamera sehen. Na, können wir ja auch gucken. Eigentlich sollte das nicht nur über die Kamera sein. Nee, endlich nicht, aber ich bin eh jetzt im Van. Ich fahr wieder zurück in den Tunnel. Wird von menschlichen Stimmen angezogen. Die Mare? Nee, Yokai. Okay. Wir haben da gar keine Kamera drin, kann das sein? Ach. Doch. Warum finde ich das Bild nicht? Wir haben ganz viele Kameras, du musst bis zur 16 hin switchen. Oh, ach, bist du 16? Sagt das doch einer. 16 Stück, bis zu 16 Stück haben wir. Boah, ist das viel. Na gut, ist eine Schule, ne? Da sind Kameras, ne? Okay. Guck. Ach, da, wo steht die denn? Mitten im Raum. Ah, ja, hier. Hm. Nee, du musst schon mit... Er hat was geworfen. Du musst mit Nachtsicht gucken. Ach, mit Nachtsicht, okay. Das ist besser. Hat du kannst sie hin und her schwenken lassen, Robert. Die Kamera. Wenn du in den Pfeil drückst. Ja, ich sehe es. Das macht wenig Unterschied. Stop. MF3. Stop. Soll aufhören zu schwenken. Du musst dann die Richtung nochmal drücken. Ach so. Wir haben Dots. Okay. Wir haben Dots, ehrlich?
Nee, hast du gerade gesagt? Nein, 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 nein. Ich hab heute was auf die Ohren, ey. Keine Ahnung. Oh. Er hat wieder ein Buch geschmissen. Oha, Alter, der hat mir ein Buch abgeworfen. Ja, ja. Ich bin nicht richtig. Ja. Sag mal. Was ist das denn? Also, wenn er ein Buch wegwirft, unser Buch oder ist das irgendein Buch? Nee, ein Buch. Nee, hier liegen ganz viele Bücher auf dem Boden. Weil wenn, ja, du musst noch mal rein. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken. Ich wollte mich davor drücken, Mensch. Vanity. Rein mit dir. Nimm alle Trinity. Also. Ja. Hol dir die Macht. Möge die Macht mit mir sein. Ich hatte das Buch. Du hattest das Buch? Ja, aber ich hab's nicht hingelegt. Das ist schlecht. Ja. Ja, hier liegt das. Ja. Das liegt bei der Kamera. Na, jetzt habe ich eins mit. Ja. Oh, Telefon! Gerne ran, bitte. Sollen wir eine Bestellung aufnehmen? Das ist schon leicht ein bisschen. Ja, hallo. Also ich muss sagen. Ja, hier ist die Pizza. Stefanie. Aha, was möchten Sie denn gerne? Ich hätte gern eine Salami-Pizza. Mit, ja, mit Käserand, ohne Käserand. Ey, für mich eine Salami-Macaroni. Ja, wofür hätten Sie denn gerne? Welche Adresse denn? Ja, das sagen wir jetzt nicht. Die Robert-Teller-Straße. Die Robert-Teller-Straße, perfekt. Übrigens, der Robert-Teller bezahlt auch. Ja, ich habe gehört, ich habe ganz viel Geld. Okay, zahlen Sie bar oder mit Karte? Kreditkarte, bitte. Okay, dann bis später. In 30 Minuten ist das Essen da. Wunderbar. Sehr gut, danke. Tschüssi. Ich hab schon zu Lisa gesagt, wir müssen RP. Er schreibt ins Buch. Ich schnell Bau rum und Ich hab mich noch nie so schnell wegrennen sehen, ne? Das war wie bei Maria im Auto, die mit der Biene. Oh, das ist eine Biene. Ja, Entschuldigung, ich bin allergisch. Ich musste so reagieren. Das war so ein kleines Kind. Ist so. Also bei sowas bin ich auch immer ganz hysterisch. Boah, ich habe zu Rena gesagt, also sollte sie doch mal bitte anhalten und alle Fenster runter machen. Es geht ja gar nicht hinten. Fährt einfach weiter. Es geht ja gar nicht hinten. Hinten ging kein Fenster auf. Wir haben eine Mare. Es ist. Wir haben alles erledigt. Wir haben eine perfekte Runde, außer Fotos. Ja, aber eine Runde müssen wir noch machen. Zu wenig heute. Zack, wir fahren los. Gefängnis oder was? Nein, um Gottes Willen. Bitte, lass uns das große Farmhaus nehmen. Das langweilige. Ja, es ist wenigstens eine große. Das Irrenhaus? Das Irrenhaus? Nein, um Gottes Willen, nein. Lass uns, Bellow Street. Das ist doch schön klein. Wow! Nein! Dann sucht jeder sich eine Map aus. Wo ist? Dann gucken wir mal, wer gewinnt. Ja. Okay, dann. Un momento. Ich nehme. Das Irrenhaus. Welches ist das kleine Irrenhaus? Leute, wo ist. Das kleine. Ach, da unten ist das kleine Farmhaus. Das Sunny Meadows. Ich glaube, das District ist das große. Bitte nicht. Beides nicht. Ja, okay. Bitte nicht, beides nicht. Ich weiß nicht, welches ist, leider. Late Farmhouse oder Raven Farmhouse? Ich weiß nicht, was das große ist. Unten sind die großen Maps, oben sind die kleinen. Late Farmhouse ist das kleine? Oben sind die großen, unten sind die kleinen? Immer. Nein, andersrum. Immer? Ja, siehst du doch. Alle großen Maps sind unten. Das stimmt aber nicht, weil guck mal, die beiden Camps sind nebeneinander. Ja, aber da siehst du ja, dass das... Einer O über ist. Ja. Aber gut, dann nehme ich... Okay. Ey, wenn jetzt das Sadie Meadows kommt, ne? Dann bin ich dreh ich durch. Ich schwöre. Ja, wie? Hä? Bereit. Was? Du musst breit drücken. Ja, nix. Ich höre euch nicht. Hallo? Was?
Hallo. Wie bitte? Oh Mann, Steffi! Warum halt gewinnt sie jedes Mal, Mensch? Ich glaube also das 2-1-3, weißt du? Das ist mein PC hackt euer. Oh, danke. Ist das jetzt das große oder das kleine? Das kleine. Oh, denn es geht's ja noch. Ja, es ist das große! Was? Nein. Das ist doch riesig. Guck dir das doch mal an. Es ist so oder so groß, aber das andere ist noch größer. Oh. Das andere geht ja über 3 Etagen und das hier, glaube ich, nur über 2. Ja, danke schön. Das ist super. Ist ja voll klein. Ist ja voll klein. Super. Toll. Ey, da gibt's mehr Geld, Mensch. Ja, super. Geil. Ich habe auch gerade die Mare gefunden. Also, ja. Was willst du denn? Ja, du. Ich habe das Buch hingelegt. So. Lisa feiert bestimmt gerade im Schalten, ne? Sie, in stillen Gedanken lacht sie, ja. Weißt du, das siehst du auch. Lisa, einmal Lach-Emoji zur Bestätigung. Oh, ich fang an, los. Robert, fertig machen hier. Hey. Ich wurde heute, kennt ihr Schröpfen? Schröpfgläser? Ja. Das ist ja, ne, dass sich das da festsaugt. Mhm. Das hat heute Eileen bei mir gemacht, weil ich so wieder mit Kopfschmerzen und so zu tun habe. Hat sie es bei meinen Schultern gemacht, so verspannt ist. Und währenddessen musste ich Übungen machen. Ich sehe richtig zerfickt aus, ey. Oh mein Gott. Hast du auch diese Spannungsschmerzen, die Reefed auch hat, oder wie? Ja, ich habe immer Kopfschmerzen und auch tatsächlich tut mir die komplette rechte Kopfhälfte eigentlich jeden Tag weh. Aha, Lach-Emoji von Lisa, wissen wir Bescheid. Sagt sie nicht aus, ne? Nee, hast wegen das andere. Ja. Wegen das andere. Hast du vielleicht dann irgendwie so viel Stress oder so? Ja, das ist wahrscheinlich das bedingt. Eine Kur machen, Mutter-Kind-Kur. Nee, das ist ja noch stressiger, mit denen alleine zu sein. Also einige Mütter sagen, ja! Und Franzi sagt so, nee. Es ist aber ist völlig normal, wenn man immer das Kind ja, hat, braucht man auch mal eine Pause. Das, ich verstehe das schon. So, dann nehme ich, ich nehme EMF mit. Gleich wieder da. Ja. Temperatur. Was anderes ist nämlich Blödsinn. Warte, noch nicht reingehen. Oh, Gewitter. Ja. Oh Mann, das ist richtig gruselig, das Sunny Mary. Das ist richtig gruselig. Ja, bitte. Wo sind sie? Oder? Ja? Wo ist Batman? Was? Hi, komm her. Wo ist Batman? Ich spreche dir jetzt ins Gesicht und wir erzählen uns Gruselgeschichten. Kennst du schon die Gruselgeschichte von Geschichten aus der Gruft? Was? Ja. Perfekt. Das war mal so ein Trickfilm. Auf gruselig angelehnt. Der war sehr gruselig. Ja, war wirklich so. War schön. Ja. Du schielst. Ja, auch in Real Life. Nee, also. Dein Pony ist als Herzform. Ja, okay. Katie starrt den Boden an. Die betet den an oder so. Der hat einen sehr weiten Ausschnitt. Die guckt mir in meinen Schritt, guck mal. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, wie mag Penisse. Oh, das ist schön. Gedi! Ich mach schon mal die Tür auf, aber ich gehe nicht rein. Damit wir keine Sanity verlieren. Gedi hat ein Bild geschickt. Die sollten mir kein Bild schicken, wie das aussieht, die soll zocken. Ah, Alter, wie toll das aussieht. Da. Sie haben das einmal für mich fotografiert, allein habe ich es nicht hinbekommen. So, fertig? Ja. Let's go. Das ist ganz schön schlimm aus mit dem Hals da. Das ist überhaupt gesund? Ja. Robert, ist okay? Hab ich's verstanden? Brennt auch. Die Sonnenbrand.
Ich wusste genau, dass du das machst. Ich wusste es sein. So, so, also ich trage mich, trag mich ein, ne, ins Buch. Ah, okay, gar nicht. Es ist das Große übrigens. Ja. Es ist, ich wusste es doch. Ja, der hat gesagt, es ist das Kleine. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin nach rechts gegangen. Du bist nach rechts gegangen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? 9 Grad? Hä? Wo? Nein, ich, das ist das Erste. 10, also hier nicht. Also 9 bis 10 Grad ist normal. 10. Also hier einen Knochen zu finden, ist wirklich wie ein Lottogewinn. Ja, Robert, lass uns nach unten, komm. Ja, okay. Lass uns gleich das Schlimmste hinter uns bringen. Guck mal, hier ist ein Versteck. Josephine Halfstead. Ja, gehen ruhig. Ist okay, Skady. Du willst es wissen. Es ist nur ihre Sanity, die runtergeht. Nee, hier nicht. Alle Sanity. Hast du Temperatur? Ja. Ach so, ja, dann lass uns mal trennen. Weil ich habe auch Temperatur. Doch. Doch. Ich will nicht alleine gehen. Doch. Okay. Du hast dir das ausgesucht, Stefanie. Stefanie nennst du mich. Ja, ich, weil ich sauer bin. Dann sage ich Stefanie. Josephine Halfstead, wo bist du? Gib uns ein Fehler Zeichen. Ist aufgetreten. Hä? Frozen, klar, keine Ahnung. Lisa hat aber sorry, aber das war gerade einfach so witzig. Irgendein Clip oder so hat Lisa gepostet. Ja. Aber bei mir steht, es ist ein Fehler aufgetreten. Clip konnte nicht gefunden werden. Josephine. Wir müssen noch den Strom anmachen, ne? Ja, Strom wäre ganz gut. Ist mal an. Gucken sollen, wo der ist. Am Eingang Grad. Ist an. Ah, okay. Guck mal, wir hatten eben noch 10 bis 11 Grad an der Tür und jetzt haben wir schon 13. 12. Und 14 war auch zwischendurch. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Warum müssen wir diese Map spielen? Kann so, das nicht. Also rechts, wo wir lang gegangen sind, Robert, ist gar nichts. Ja, ich bin jetzt sonst woanders. Ich bin schon wieder oben. Ich bin bis zum Ende gelaufen und muss wieder hochgehen. Ja, ich auch. Also unten ist... Unten ist er nicht. Ja, ja, genau. Dann können wir unten schon mal ausschießen. Ja. Mein Handy vibriert. Ich habe mich übererschrocken. Hier liegt ein Wecker. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Lol, die Uhr geht sogar. Tickende Zeitbombe. Ja, die ticken hier alle. Die ticken alle nicht ganz richtig. Oh Mann. Da kam ich. Oh, Gewitter. 16 Grad? Boah, das wird immer wärmer. Gib uns ein Zeichen. Bist du Josephine, Josie? Oh, hier ist Tür. Ja, das war ich wahrscheinlich. Nee, oben. Ja, ich bin auch oben. Ich bin auch oben. Aber an der anderen Seite der Treppe. Die Uhr hat beispielsweise nicht getickt. Oh, 3 Draht, hier habe ich. Wo bist du denn? Wie soll ich dich jetzt finden, bitte? Oh mein Gott. Auf jeden Fall 3 Grad, das ist schon mal gut. Oh. Also, ohne Scheiß, hatte ich jetzt eine Cam? Das war der beste Clip ever. Alter, oh mein Gott. Wo bist du denn? 2 Grad sind jetzt hier.
Ja, auf der linken Seite. Auf der linken? Oder rechts? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hallo? Ja, bist du das, Steffi? Nee. Ja, ihr seht beide gleich aus. Wir sind jetzt beim Eingang. Wo müssen wir lang? Ja, das weiß ich doch nicht. Ah, super. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ja, ich komme. Oh. Geh die hier lang. Ja, ich komme. Ich bin nicht so schnell. Was rennst du so? Ja, einfach hinterherkommen, einfach hinterherkommen. Ich fühle mich wie so eine Schnecke. Aha, hier. Oh, 3 Grad? 3 EMF. Ja. Ich hol weiter Equipment und so. Und schreib ins Buch. Ja. Schrei nicht so. Entschuldigung. Schreib ins Buch. Ich wollte Nele beibringen zu pusten. Oh, nee, Quatsch, nicht zu pusten. So, na, zu schnuppern. Ne? Also an Blumen zu riechen. Oh, ja, riecht gut. Sie. Riecht gut. Angenehm. Meine Mutti hat sie an allen Blumen gepustet. Ach, wegen der Pusteblume, weil ihr das einmal gezeigt habt wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ja, ja. Jetzt will sie an jede Blume pusten. Aber die Pusteblume wackelt sie nur. Also. Ach so. Hm. Was soll ich mitnehmen? Nach unten. Du kannst hier ja. Salz mitnehmen. Ja. Ich nehme Fingerabdrücke mit und ja. Bitte Fotoapparat. Fotoapparat. Katie hat die Kamera schon und ja. Ja, Sir. Ja, ist gut, Chef. Wir haben es verstanden. Bedienung. Ja. Komm sofort. Ich brauche meine Pillen. Warum ist ausgegangen? Oh, nee. Ja, eben gerade. Den musst du wieder anmachen. Ja, ist an. Sehr gut. Schon mal ein Hinweis. Ja. Ein Hinweis, ein Hinweis, ein Hinweis. Mag kein Strom, Robert. Ja, mag kein Strom. Also, Juraj. Nee. Nee, Quatsch. Mare. Ich höre eine Uhr. Meine Fingerabdrücke. Er hat ins Buch geschrieben, Robert. Oh, sehr gut. Weise Buch. Kannst du einmal fotografieren? Ja, ich komme. Mach doch mal. Ich sehe keine Forbes. Ich geh mal auf die andere Seite. Ah, die Geisterfotos mit den, mit den Dings zählen ja jetzt nicht bist mehr, ne? Bist du hier? Geister. Bist du hier? Welche beiße Fotos? Die zählen nicht mehr bei den, wenn du Dots hast, zählen die Geisterfotos nicht mehr. Hm. Das war ja das Update gewesen. Du kannst nicht mal einfach Dots fotografieren. Hi. Telefon! Nee, es ist Wecker, ne? Hm. Hast du gerne auch fotografieren? Oh! Ach nee, das war... Ich dachte, ich habe einen Dots gesehen, aber es... ja? Das war Skedi gewesen, die da durchgelaufen ist. Ich so geisterhaft. Ja. Auf jeden Fall sah es gruselig aus. Keine Fußabdrücke? Keine? Nee, er ist in Salz gegangen. Ah, okay. Wo ist er in Salz gegangen? Ah, hier. Was hier drüben? Ja. Hier auch? Geil. Zwillinge? Zwillinge? Ja, aber nicht nebeneinander. Könnte es gar nicht mehr sein. Könnte es eh nicht mehr sein. Okay. Ciao, die. Wir haben ja Buch. MF3. Ich höre hier einen Oh, okay, gehaucht hat er schon mal. Okay, Buch, ja, Buch.
Das hat Lisa gut erkannt. Ich gucke jetzt, ist im Chat. Perfekt. Extrat. 3,9. Hm. Ah! Oh, okay, wir haben Dings. Wir haben Dots. Wir haben Dots. Bist du sicher, dass du eine Schädigung gesehen hast? Ja, nein, das waren Dots. Oh mein Gott. Was wackelt sie denn vor mir rum? Ich hab sie fotografiert. Die Augen oder Tal? Ja, das Geisterfoto. Orb oder Box? Orbs oder was? Orb oder Box? Wie viel EMF? Box hatte ich nicht. Orb habe ich aber auch nicht gesehen. Lisa Box. Schreibt mir ernsthaft gerade. Dein Charakter im Spiel hat eine große Titte und eine kleine Titte. Ja, super. Gut, dass wir drüber geredet haben. Du bist überreizt, worauf sie achtet. Oh, er hat geredet. Er hat Box geredet. Sehr gut. Hier oben, oh mein Gott, lauf. Box. Box. Raus. Robert, raus. Box. Ach, hier oben. Lauf. Ja, ich lauf. Lauf, Frau ist. Bevor der noch handelt. Vielleicht müssen wir erst solche großen Maps raussuchen. Da Nein. finden wir ja komischerweise den Nein. Geist ja raus. Auf gar keinen Fall. Hat das super geklappt. Ja. Bei den Kleinen hat es auch gut geklappt. Wir haben bis jetzt jedes Mal gewonnen übrigens, ne? Heute. Bei den normalen Spielen. Nee, stimmt nicht. Einmal lagen wir falsch. Oh nein, ist Hand? Ah, du hast die Tür zugemacht. Oh, wie lustig. Sebated. So, ich hab Diogen. Und Diogen, der kann auch ein Versteck angreifen, richtig? Ja. Das merke ich mir jetzt immer. So, und los geht's. Ja. Das sieht halt komisch aus, hat sie geschrieben. So eine winzig kleine können wir noch machen. Eine winzig kleine machen wir jetzt noch. So eine Schnelldurchlauf, komm. 18 Minuten. Oh, ey, Diogen hatten wir noch nicht. Neues Achievement. Ja, ich habe ein Achievement bekommen. Bei Steam. Diogen, das erste Mal rausgefunden. So, jetzt noch einmal ganz schnell die ganz kleine Tanglewood. Die machen wir ganz easy. Tja, und dann verlieren wir wieder. Nein, das schaffen wir. Wir schaffen das. Nein, Gefängnis nicht. Denn wir sind ein! Okay. Unangenehm. Unangenehme Stille, wirklich. Also wirklich. Das ist wirklich unangenehm. Ich mach mit euch nie wieder Insider. Das ist ja richtig unangenehm. Jetzt sind wir raus. Selbst nicht mal Lisa schreibt Team im Chat. Ich bin enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ich hab getrunken. Genau. Dann kann man auch irgendwann trotzdem Team sagen. Oder was? Perfekt. Du trinkst beim Spiel? Oha. Hältst du sonst nicht mit uns aus? Eistee. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das muss man sicherlich schön trinken. So, drück bereit jetzt. Oh. Sehr gut. Wunderbar! So, ganz schnelle Runde. Easy one. Ich war nicht so schnell. Wie nicht so schnell? Einfach sagen. Einfach reinschreiben. Du hättest einfach jetzt noch Team schreiben können. Ich kann nicht schnell schreiben. Sie traut sich immer noch nicht, ihre scheiß Hand zu bewegen. Ach so, verstehe. Ja, obwohl sie schon kann. Einfach eine neue kaufen. Die Affen hat es bestimmt ist bei der Map. Ich glaube, doch, die ist, glaub, fast auf jede Map, aber ich glaube nicht bei der hier. Okay. Also, du kannst schon mal mit Yaro gehen. Hm. Ja. Gleich ins Bett. Wunderbärchen. Ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. So. Meine Damen und Herren. Das Rad. Ihr seid peinlich. Klar bewege ich meine Hand.
Und mache sogar schon mal Faust und mit der Gabel und Messer habe ich auch schon gegessen. Ja, wohl. Ganz leicht. Ganz aber vorsichtig. Aber beispielsweise heute habe ich gesehen, dass schon richtig fett scharf drauf ist. Und da habe ich gesagt, so, ja, beweg doch mal jetzt ohne Pflaster. Und sie so, nee, hat sie ganz kurz. Sie so, nee, lieber nicht. Ist denn jetzt du musst die Narbe massieren. Nee, das soll man eben nicht machen. Nee, die Fäden sind ja noch drin. Ja, die Fäden sind doch noch drin. Das reißt sonst auf. Also einmal ist es fast gerissen. Also es hat schon wieder geblutet einmal. Wo sie, das meine ich. Wo wir das Pflaster abgemacht haben. Aber nur ganz mini leicht. Da kam vielleicht ein Mini-Tropfen nur raus. Und dann hat es auch wieder aufgehört. Also macht ihr selber die Pflaster drauf? Ja. Dann lass sie ab. Kann es sein, dass du langsamer gehst? Du gehst irgendwie langsamer. Ich überhole dich immer. Ich habe auch schon gesagt, hab zu ihr vielleicht mal ein bisschen an die frische Luft lassen. Für ein paar Stunden mal. Und dann halt nur zur Nacht zur Sicherheit vielleicht drauf machen, das Pflaster. Guck mal, ich hol dich immer auf. Das ist ihr halt zur Sicherheit und so. Und jetzt synchron schwimmen. das war schlecht. Oh, das war auch schlecht. Okay, der ist gut. Oh, okay. Ja, perfekt. Ah, du machst immer ein bisschen. Ja, okay. Ich komme immer weiter nach vorne, kann das sein? Ja. Ist irgendwie, du wirst dichter. Was man nicht so alles macht, wenn Steffi nicht da ist. Ja, auf jeden Fall muss das Pflaster ab, weil eine Wunde braucht Luft. Weiter schneller. Hast du gehört, Hase? Ein bisschen Desinfektion. Wir haben hier so ein Wundspray. Wundspray? Ja, Wundspray. Ich hab Wundspray verstanden. Was kann man sich denn wünschen, wenn man sprüht? Ich hab Wundspray geholt für, das halt Bakterien halt tötet und so, ne? Also was halt ohne Alkohol ist. Ohne Alkohol immer gut. Weil du da, Lisa hat geschrieben, Angst wegen Bakterien. Ja, genau. Sobald du das erste Pflaster runternimmst, ist das schon kontaminiert. Also entweder das Pflaster bleibt von Anfang an nach OP drauf, bis zum Fädenziehen, oder es sind halt sofort Bakterien drauf. Das kann man nicht vermeiden. Ja, durch die Bakterien heilt das ja auch schneller. Also, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich weiß genau, was du meinst. Wunderbar. So, eine schnelle Runde. Wie schnelle Runde? Hat noch eine halbe Stunde. Oder müsst ihr jetzt ins Bett? Nee. Ja, ich schon. Skady wollte ins Bett. Ins Bett. Frank wartet. Leon. Machst du da? Eine Tür auf? Die Spieluhr. Oh nein, bitte nicht. Tu es nicht, Steffi. Tu es nicht. Paul nicht dabei. Schönen Abend euch. Hä? Achso, Mudders, du bist das. Nee, Paul ist nicht dabei. Paul ist nicht da. Paul ist. Hier ist einmal Fran. Also Skady und Steff und ich. Steffi! Ich hasse dich. Das war eine hässliche Lache eben. Gute Nacht. Es steht nichts. Mutters hat zum ersten Mal die Benachrichtigung bekommen, dass ich live bin, weil sie hat mich nie gefolgt. Ach, okay. Ja. Passiert nichts. Bleib hier. Du weißt ja nicht, wo sie spawnt. Also ich höre was laufen. Ich auch. Nee, ist kein Hand. Nee? Mhm. Es ist gerade höchstens auf 3. Wie ist unsere Sanity? Meine bist im Arsch. Ja. Deine ist unten im Keller. Der fährt 1%. Ja, wow. Oha, ich komm mal raus. Robert, du hast 30. Oh, ist auch nicht so viel, ne? Wow. Ja, ich habe hier fast 100. Ja, du warst ja auch nicht wirklich am Start gerade. Nee, warst ich auch nicht.
Nächstes Mal mache ich gar nichts und sorg, mach einfach an. Ach so. Ja. War ja Zufall, dass ich es eben gesehen habe. Wenn du da raufgestarrt hast. Ja, bei der Map ist immer hier einer. Immer. Also im Keller ist das schon mal nicht. Hand. Okay. Schön laufen. Ist ganz schön laut. Weiß nicht, vor wem ich mehr Angst habe, vor dem Geist oder vor Steffi. So, Lisa, ich habe keine Spieluhr. Lisa ist schon los. Hä? Wo los? Die ist schon Gassi, sagt sie. Hä? Mhm. Schatz? Nein, sie ist noch bei mir. Achso, ja, dann wollte sie gerade los. Du hast im Chat geschrieben. Ich bin doch nicht der Chat. Aha. Kannst du nachher in meinen Stream machen, aber nicht in Roberts. Oh, schon wieder. Ist er weg? Nein, schon wieder Hand. Was? Also schon wieder Hand? Ehrlich? Oh, oh. Oh nein, er kommt runter. Ist der Grinch oder was? Bitte nicht. Bleib bitte weg. Ich bin tot. Oh, er ist oben, ne? Okay. Nee, unten. Ja. Er ist unten? Unten. Bei mir. In der Garage. Oh, nö. Jetzt geht er hoch. Nee, ich höre ihn hier unten. Oh, ist der laut. Er ist weg. Der ist hammerlaut. Wo bist du gestorben? Hm? Nein, ich bin noch da. Aber nicht im Keller gestorben. Nein, ich bin in der Garage. Aber er hat mir eine Tasse hingestellt in der Garage. Ist oh, das ist das lieb. Er wollte auch, dass du was trinkst. Ja. Könnt ihr bitte Sanity nehmen? Ja, ich ja, okay, mach ich. Ich hab das schon einmal genommen. Du bist doch gar nicht tot. Nein, ich hab doch nicht gesagt, Das ist auch tot. Nee. Ja, wirklich. Ich hab das schon einmal genommen, Sanity. Ja, du musst zweimal nehmen, du hast null. Oh. Was spielst du auch mit der Spieluhr? Er zieht auch echt Sanity, ne? Ich habe jetzt 30% verloren. Dankeschön. Du hattest ja, es ist sehr wow. Viel. Dann nimmst du auch noch Sanity, oder? Ich hab doch. Geht doch schon hoch. So, habt ihr jetzt den Raum gefunden? Nein. Ja, oh. Hinten rechts. Hinten rechts. Da kommt er auf jeden Fall mal raus. Ich versuche jetzt ganz schnell reinzurennen, das hinzulegen und wieder rauszugehen. Oh, er hat ganz viele Sachen geworfen. Er ist gestartet. Ja. Aber hier hinten vorne ist er gestartet. Oder was? Doch? Oder? Nein. Das war hier, lol. Ah, da ist der Knochen. Ja. Er wirft ganz schön viel. Oh, wir haben 0,8 Grad. Hier? Wir haben 0,8 Grad. Bist du hier? Wo bist du? 0,8 Grad. Orbs. Orbs? Oh, wir haben Minusgrade. Orbs, Minusgrade. Orbs, Minus. Eieiei. Und er ist gestartet. Ich würde sogar Hunter oder Revenant sagen. Der ist übel. Toll. Revenant, Hantu, Onryo. Okay, Gespenst kann es schon nicht mehr sein. Brauchen wir gar nicht testen. Was? Dots? Okay, ja. Yurei. Raus. Easy. Ey, jetzt sind wir zu schnell. Wir haben noch fünf Minuten. Wir müssen noch die Nebenaufgaben. Fünf Minuten, weil, hat gesagt, bis 23.30 Uhr. Ja, aber es geht, ist letzte Runde, hat sie gesagt. Ja. Also, wir müssen... Nein, Hand! Oh nein, die Nebenaufgaben sind auch fertig! Jetzt müssen wir doch irgendwie quatschen. Hast du ein Fotoapparat mit? Ja, hol ich mal.
Dann kann ich auch Salz mitnehmen, ne? Gibt's? Mach zu. Jetzt. Hier ist ein Radio an, ne? Ist das Salz gelaufen? Wo? Ah, du hast schon. Das Knochen. Ah, den Knochen mache ich, ja? Ja. Oh, Hand! Oh, nee, keine Hand, oder? Oh, nee, war keine Hand. Ja. Jungs, Mensch, der war genau Mädels. Der ist dir voll ins Gesicht gesprungen. Ja, ich hab die Dots fotografiert, aber das zählt ja gar nicht. Ich hab den Fehler gemacht. Ja, Interaktion stimmt. Ja, das zählt nicht als Geist. Du hast noch 3 Versuche. Ja, okay. Carlos Dixon. Er ist durchs Eis gelaufen, aber das ist egal. Wir brauchen die Gib Fotos. Gib uns ein Zeichen. Hand! Keine Hand. Nee. Da, fotografier. Ja. Oh, zu spät! Der war nur so kurz. Doch, wir haben Geisterbild. Okay, das war aber ganz knapp. 3 Sterne. Ja, sehr gut. Müssen wir noch 4 Minuten tot kriegen. Was machen wir in 4 Minuten? Wir gehen einfach nochmal rein, ne? Er hat gehandelt! Er hat gehandelt. Du hast ihn getriggert, ne? Geil. Steffi, du alle. Die Tür ist gar nicht zu! Ja, doch. Doch, die Tür ist zu! Die Tür ist zu! Nein! Doch, die Tür ist zu! Nein! Die Tür geht nicht zu! Auf! Hä? Die geht nicht auf! Auf! Nein, bei uns ist sie zu! Ich schwöre, bei mir ist sie auf! Ich schwöre, bei uns ist sie zu! Ich höre ihn hier handen. Ja, und ich sehe ihn sogar nicht. Jetzt ist vorbei. Oh, ich habe ein Foto gemacht. Warum? Ich habe leider kein Foto für dich. Hallo, moin. Unglaublich. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, alles, ne? Ja, dann fahren wir noch raus und dann reden wir noch 2 Minuten. Warte, habe ich eingetragen? Habt ihr alle eingetragen? Juraj? Ja. Sehr gut. Wir haben alles erledigt. Und wir haben alle überlebt. Hast du schon alles erledigt? Ja. Oder hier mit Steffis, hat sie ja schon erzählt, mit der Grafikkarte? Nee. Oh. Hat sie eine? Nee, das ist ihr PC, neuer. Oh. Ach so, ja. Oh. Ja. Bloß nicht. Ich hab davon geträumt. Wovon hast du denn geträumt? Die Grafikkarte wurde rausgenommen, weil sie zu groß ist für den Transport. Hä? Ja, und deswegen musst du die alleine einbauen. Ich denke mal, damit sie nicht kaputt geht. Ja. Nicht dein Ernst. Ich denke mal, die bauen die raus, damit sie nicht kaputt geht beim Transport. Das ist totaler Quatsch. Da habe ich auch Spongebob im Kopf gehabt. Sei bloß vorsichtig. Ist das geisteskrank. Ja. Hat sie eine Anleitung gekriegt. Los, komm, Skate, wir machen noch einmal Sackwerfen. Okay. Was? Ja, es hört sich falsch an, ist aber so. Der packt mal den Sack aus. Wir sehen anders aus, ne? Ja, ein bisschen anders, ja. Bisschen anders. Ich fange an. Du kannst ja schon mal gucken, wie ich das mache. Zack, guck mal da, der ist drin. Ach, halt die Klappe. Oh, es ist sauer. Nein, was? Daneben. Wie jetzt? Nein, der ist da durchgefallen! Nee. Der ist da durchgepackt, bei mir ist er reingegangen! Ich schwöre! Schiebung! Ja, okay, dann hab ich halt nicht getroffen, mach du jetzt. Du triffst ja auch nicht. Ich hab getroffen. Ach so, das ist ja voll daneben. Hä? Überhaupt nicht, dann ist das... Perfekt daneben, genau. Ich hab reingetroffen wieder. Sehr gut.
Da, guck, ist drin. Ist er wieder draußen? Nein. Nee. Dann ist ja gut. Oh, knapp daneben. Ist auch vorbei. Auf. Ja, ja. Getroffen. Also, ich habe dreimal getroffen. Ja. Steffi, bald mein neuer Gegner. Ja, ich habe gewonnen. Obwohl ich einmal daneben getroffen habe. Angeblich. Ich habe dreimal getroffen. Dreimal Versuche. Ah, dreimal der ging nicht rein. Ja, irgendwas macht ihr falsch. Mach tschüss. was? Wollt ihr jetzt? Warte, lass uns doch kurz Riesenschlenker spielen. Steffi hat eben verkackt. Die ist mit ihrem Kopf gegengekommen. Ich bin gerade rausgegangen, ihr Vollidioten. Ja, oh, perfekt. Ja, perfekt. Ja. Warum gehst du denn raus? Weil ihr gerade tschüss gesagt habt! Skady hat tschüss gesagt. Ich bin noch raus. Ach so, perfekt. Okay, gut, dann machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao mit V. Wieder reingehauen. Ciao. Tschüssi.